Hallo zusammen, willkommen bei Nerdgedöns. Ich bin der Olli und das hier ist eine neue Trailer-Reaction, wie ihr sehen könnt, zu The Fall Guy. Es ist ein erster Trailer zu der Neuauflage, dem Reboot von, wie es bei uns hieß, ein Colt für alle Fälle rausgekommen. Schon vor 2 Wochen. Ich habe es gerade erst rausgefunden und deshalb bin ich jetzt sehr gespannt und wir gucken uns das Ganze an nach dem Intro. Und los geht's. Emily Blunt hat man schon gesehen. Also Ryan Reynolds wusste ich. Emily Blunt, ja, habe ich jetzt auch gerade im Titel gesehen. Wird dann wohl Jodie sein. Anyone but him. I didn't approve him. You know that. You are literally the last person on earth I want to see. Slap the shit out of you. I really could. And I'm open to that in a safer environment. You've been a ghost. No phone call, no text. It's not like I didn't want to apologize. You don't have to explain anything. It was just a flame. So how have you been? God, I hate that thumbs up stunt guy stuff. I'm the director. We're gonna set this man on fire. You're a stunt guy. We need to keep it super profesh. Profesh is my middle name. You said your middle name was Danger. How'd we do, boss? Really? Yeah. Holster that. Yeah, it's holstered. It's done. Forget. You never saw it. Tom Ryder, the biggest action star on the planet, is missing. You need to bring him back. Bond. Jodie's movie is dead. Why me? You're a stuntman. Nobody's gonna notice you. That's your job. No offense. I mean, some taking. You find Ryder, save Jodie's film, you get the love of your life back. I'm not the hero, I'm just the double. Not today, you're not. Tom, we already need you back on set, pal. Dead body on ice? He was so dead, Gail. He was super dead. He has got himself involved with some shady people. I had no choice. I had to do some Jason Bourne shit. They were trying to kill me. And not in a fun way. You can make it, you can make it. You get me. It's too dangerous. Gotta be stairs. So what happened to your face? You look terrible. You look amazing. You fall down, you get right back up. How far would you go for the one that you love? I'll buy you a drink when this is over. Engage your core. Want to go to a beach somewhere? Drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes. Okay, ich lasse ihn mal noch mal laufen ohne Ton. Na ja, habt's ja vielleicht schon an meiner Mimik gemerkt. Ich bin nicht so überzeugt. Also, das mag jetzt zusammenhängen damit, dass ich halt ein Colt für alle Fälle früher als Kind sehr gerne geguckt habe und deshalb ist die Neuausrichtung jetzt dieses mehr auf Comedy und hier auf Romance zwischen Jodie und Colt spontan nicht so meins. Ich weiß nicht, ob er jetzt Howie sein soll oder ob es gar kein Howie gibt. Wurde auf jeden Fall nicht genannt, wenn ich es jetzt nicht verpasst habe. Also die Konstellation ist eine andere. Er ist offensichtlich kein Kopfgeldjäger mehr. Ja, Jodie ist immer noch eine Frau, die im Leben steht, sage ich mal. Das war ja früher schon bei der Serie so. Sie war jetzt nicht das Blondchen, was einfach mitgeschleift wurde. Aber wie gesagt, sie waren halt kein Paar. Also auf jeden Fall kann ich mich da nicht dran erinnern, dass das irgendwann mal thematisiert worden wäre. Und ja, die Comedy, das ist das, was mir jetzt hier nicht gefällt. Jetzt muss ich wiederum dazu sagen,
Das Gleiche hat man ja mit anderen Serien auch schon gemacht. Starsky & Hutch wurde als Comedy neu aufgelegt. Fand ich damals okay. Allerdings habe ich auch früher nie Starsky & Hutch geguckt. Deshalb war mir das relativ egal. Hier ist jetzt, wie gesagt, die Diskrepanz zwischen dem, was ich kenne und dem, was sie jetzt machen, größer. Da merke ich den Unterschied. Und so richtig überzeugt mich das auf dem Comedy-Level jetzt auch nicht. Kann jetzt sein, dass es daher kommt, weil ich jetzt was anderes erwartet habe. Ich sag mal so, ich würde dem Film eine Chance geben. Ich werde nicht ins Kino gehen. Ich gucke ihn dann mal irgendwann, wenn er bei irgendeinem Streaming-Anbieter im Angebot ist oder gratis. Wobei auch für eine 99-Cent-Aktion würde ich mir jetzt auch leihen. Wahrscheinlich 5 Euro, ehrlich gesagt nicht. Dafür spricht mich das jetzt zu wenig an, obwohl Ryan Gosling mag ich ja. Auch so in solchen Action-Comedies hat es ja bis jetzt mit ihm funktioniert. Ich sage nur The Nice Guys. Fand ich ganz gut damals, aber war halt auch keine Vorlage, von der man abgewichen ist. Ne? Und hier, so diese Szenen, ein bisschen zu over the top, vielleicht comedy-mäßig. Ja, also wie gesagt, ich werde mir irgendwann wahrscheinlich mal angucken. Vielleicht funktioniert er dann so als Gesamtpaket, ohne jetzt wirklich eine Neuauflage von Colt für mich persönlich zu sein. Da hätte ich es besser gefunden, wenn sie näher am Original geblieben wären. Aber gut, das ist meine Meinung. Wie ist eure Meinung zu dem Trailer? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Habt ihr früher Colt geguckt? Kennt ihr das überhaupt nicht? Wie gefällt euch jetzt der Trailer im Kontrast oder für sich genommen? Guckt ihr euch den Film an? Wenn ja, im Kino oder im Streaming, so wie ich? Oder ist da überhaupt null Interesse bei euch? Wobei, dann werdet ihr wahrscheinlich dieses Video hier nicht geguckt haben. Lasst mich gerne wissen in den Kommentaren. Und ansonsten sage ich an der Stelle, wie immer, danke fürs Einschalten und bis demnächst. Ciao.